Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was gibt's Neues bei die Sims 4? Das ist ein neues, wie soll ich sagen, Projekt in Anführungszeichen, nennen wir das einfach mal. Da ich ja neu auf YouTube bin und ich die ganzen anderen, die Sims 4 Erweiterungspack verpasst habe, in Anführungszeichen, weil ich ja viel zu spät angefangen habe. Ich wollte ja nicht aufhören, aber so ist es, bla bla bla. Nuschel, nuschel, kein Sinn und nichts dahinter oder so. Auf jeden Fall ist ja gestern das die Sims 4 werde berühmt rausgekommen. Und deshalb dachte ich mir, ich stelle euch mal die Sachen vor, was es da gibt, und habt halt die Sparte. Was gibt's Neues? Glaube ich, habe ich das genannt, weiß ich schon gar nicht mehr. Ab, wenn ihr mal in mein Alter kommt. Auf jeden Fall wollte ich euch heute zeigen, also natürlich die Familie, die ich wahrscheinlich dafür benutzen werde. Die habe ich ja ganz spontan erstellt. Also nicht, ich habe ja nicht viel mir gegeben, das sollte ja nur einem Zweck dienen. Und ich habe euch ja bei den letzten Videos den Cast, also den Creator Sim, gezeigt. Und heute zeige ich euch, was gibt's Neues im Kaufmodus. Ja, das ist halt die Familie, die stelle ich euch mal kurz mal vor. Das ist der Denzel Washington. Das ist seine Ehefrau Audrey Hepburn. Die hat dann 4 Namen behalten. Und dann haben wir ja die älteste Tochter Miley Cyrus. Dann die Tochter Cinderella Snow White und Baby Born. Auf jeden Fall, ja, zeige ich euch mal The New World. I'll show you the world. Ich muss mir nochmal, voila, falsch. New Aladdin ankündigen. Let me show you the world. Und das Lied lernen, also das sind zwei, oder ist, ich glaube, das ist nur das, da ist das, ja, das ist das einzige auf der Seite und da sind die Nachbarn. Da ist halt, habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, das sind halt nicht die Spielbahnen, das ist halt The World. Das ist Mirage Park in Del Sol Valley, wo man halt anfangen kann, seinen kleinen, möchtigen Schauspiel zu einem Wellstar zu machen. Das sieht ganz nett aus. Das ist halt, wir haben eigentlich Sommer, aber es ist halt bewölkt und warm. Warum jetzt so? Und keine Ahnung, wieso. Auf jeden Fall schauen wir mal, was es im Baumodus gibt. Ist ein bisschen Musikschuh dazu. Voilà, den Tipp wollte ich nicht nehmen. Auf jeden Fall, da ist der Briefkasten, warum auch immer, den habe ich da nicht hingestellt. Auf jeden Fall schauen wir mal. Ich habe nicht alles drauf bekommen. Es gibt auch viele große Sachen, so. Diese. Na, wie nennt man das jetzt? Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall gehe ich da mal durch. Da hinten einen neuen Blumenkasten. Gibt es in verschiedene Farben. Das ist halt so. Sehr schön. Ja, ist nichts Speciality. Also, in my opinion, if you know what I mean. Ja. Dann haben wir neue Filmposter. Die gibt es ja auch draußen, wenn ihr in der Welt um mich umschaut. Also, falls ihr das Pack habt. Dann gibt es die neuen Blockbuster, die es im Kino zu sehen gibt. Also, in einem Rabbit Hole wahrscheinlich. Ja, ganz. Kann ich noch näher hingehen. Ach, ja, ich bin noch neu. Sorry. Das erinnert mich so an. Na, wie heißt der Film? Keine Ahnung. Das ist ja so Marie Antoinette. Sieht auch sehr schön aus. Irgendwelche so Comic-Verfilmungen. Nice. Game of Thrones, Emergency Room, Pokémon-Abklatsch. Diese ganzen Polizisten-Serien, irgendwelche Science-Fiction-Serien, irgendein Horror,
Film. Braucht man nicht. Ein Kriegsfilm, Vampirfilm, Creed, Rambo, ja, Piratenfilm, Piratenfilm, L'amour toujours, irgendwas. So, ach, das bleibt so. Dann haben wir hier, bleibt so. Da gibt es zum. Oh, also so Wandkritzeleien. Ja. Ja, sieht ja ganz nett aus. Picasso wahrscheinlich. Das sieht nett aus. Oh, das ist aber schön. Näher, Benny, näher. Oh. Ja, verstörend. Oh, schön, ja. Neuer Spiegel. Für wenn du es geschafft hast. Ja. Also ich habe das nicht gecheatet. Die sind so reich. Ja, wir haben es halt geschafft im Leben. Und das können wir beide. Oh, das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Ich finde es geil. I think it's sing it's geil. Und neuer Mirror, Mirror on the Wall. Pass. Gut zu Snow White. Cinderella? Cinderella Snow White? Sehr schön, sehr schön. Und dann mal neue Vorhänge. Die ich finde jetzt nicht, dass die jetzt wirklich special sind. Die sind schon specialiger. Oh. Ich hätte eigentlich auch die neuen. Ach, das ist jetzt nur der Bau. Kaufmodus. Ja, Kaufmodus, Kaufmodus. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ach, da. Also, das da meine ich. Das sieht schön aus. Da kann man was machen. R. Also, mit R geht das. Oh, schick, schick. Ja, dann halt die gesalt. Jetzt werde ich jetzt nicht alle zeigen. So. So, also in verschiedenen Wandgrößen. So, habe ich das gezeigt. Ja, das ist ja dasselbe. Für größere Fenster. Das sind wahrscheinlich so. Aus Filmen, so die Requisiten. Also aus dem. Keine Ahnung, was das für ein Film gewesen sein kann. Science Fiction, Superheldenfilm, aus einem Elvis Presley-Film. Ja. Also das gefällt mir sehr gut. Also ich kann euch gleich sagen, weil das Video wird eh sehr lang, denke ich, weil da gibt es ein paar Sachen, die man zeigen kann. Also das ist schön. Das ist eigentlich ganz nett, ein paar davon. Das finde ich am geilsten. Spiegel, ja. Gefällt mir. Ich glaub, das gibt es sogar schon. So ähnlich. Auch gut. Das gefällt mir auch. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr. Gut. Die Farben, ja. Ist auch ganz nett. Passt halt zu dem Pack. Passt zu dem Pack. Passt zu dem Pack. Ach, das bleibt so. Das passt auch zu dem Pack. Das ist halt so wie im Hard Rock Café. Das ist auch nice. So Cleopatra-Film, Cowboy-Film, Presley, Hippie-Film, ein Poster. Irgendein Horrorfilm. lustig. Indiana Jones. Das war irgendwie cool, dass die da auch die andere Packs so reinpacken, so wie halt die ein. Das ist so Dschungelabenteuer, dann Vampire und so. Tja, keine Ahnung, aus welchem Film das sein könnte. So ein 30er-Jahre-Film. So, das ist auch schon mehr. Ja, das ist auch, glaube ich, auch so. Ja.
hätte auch die neuen Räume sein können, egal. Das ist auch ganz nett. Das erinnert mich, sowas ähnliches gibt es, glaube ich, auch bei Gaumenfreunden, glaube ich. Ja, ist jetzt auch nichts Besonderes. Kann man halt die. So, über die gleichen Farben. Dasselbe, nur anders. Was, ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist halt schon cool. Das ist so für ein Kino, wenn man ein Kino bauen will. Ist das schon ganz nice. Ich finde, vielleicht finde ich das da, was das sein soll. Vielleicht so eine Klimaanlage oder so. Ja. Ach, gut, egal. Auf jeden Fall haben wir da noch ein paar Wanddekos. Drei Lampen zum. Also die Deckenlampen muss ich dann. Mache ich dann später. Vielleicht in deinem Teil 2. Mal schauen, wie lange das Video dauern wird. Da haben wir schön ein paar Lampen. Ja. Ist ja ist auch nichts Besonderes. Gut, das passt halt zum Pack. Kann man vielseitig einsetzen. Einsetzen. Der neue Fernseher. Das bestimmt, ja, wie immer halt. Bin mal gespannt, ob das Bild better ist. Dann, wenn man Panic Room bauen will oder so. Und das finde ich halt auch geil. So fürs, wenn man Kinos bauen will, habe ich da die anderen Varianten gesagt? Natürlich nicht. Ach, das stimmt ja. Das ist schon nice. Und dann halt noch hier zwei Sachen. Und, ach genau. So Filmposters. Und der neue Pokémon-Film. Was sind denn diese Polizeiserien? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Spaceship Troopers. Ein Kriegsfilm. Also das ist halt, also das ist aus Vampire. Das ist von Kinderzimmer-Access, was oder wie das heißt. Ja, das ist auch irgendwie cool. Das ist halt aus so Emergency Room, irgendwie Krankenhausserien. Okay, das ist das gefällt mir am besten. Das sieht ganz geil aus. So, haben wir jetzt alles gezeigt. Ja. Dann gehen wir mal zu den anderen Sachen. So, es gibt's. Zwei neue Betten, das sind ja diese Kapseln. Das hat halt so. Ja, 70er, 80er Style. Habe ich ja, wenn ihr mein Create a Sim-Dings geschaut habt, meine Videos, dann wisst ihr ja, das war die Kleidung auch so 80er Jahre. Gehaucht, das ist halt so. Ja, das passt halt zu den Vorhängen. Sieht auch ganz nett aus. Ja, das gab es halt auch nicht. Besonders die Kissen. Und diese Ränder. Das finde ich gut. Für Barbie. Ja. Oh Gott. Oh. Also das sieht ja geil aus. Das gefällt mir. Es passt zwar irgendwie nicht, aber es sieht schon nice aus. Das Bett ist halt auch okay. Es gibt halt neue Betten. Da gibt es die Kapseln. Da ist das wahrscheinlich die Luxusversion. Und das ist halt die Standardversion. Das gefällt mir. Ah. Da kann man auch Buhum, also Techtelmechtel. So, das ist eigentlich ganz nett. Der Style ist auch nice, yeah. Ja, also. Ja. 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 Oh, passt zu den Betten. Das ist wahrscheinlich das Sofa, ja, für die Betten.
was zu dir. Schade, dass es nicht das gibt, aber gut. Malkonian always home. Ja, das passt halt zu dem irgendwie. Also wahrscheinlich die gleichen Farben. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Also das passt zu dem Pack der Stuhl. Ist ja dieser Regiestuhl. Ja, der da. Ja. Gut, ein paar so Couleurs. Das passt halt auch zu den Betten und dem einen Sofa. Ja, das passt alles, aber ja, ist halt nichts Besonderes. Was? Die Farbe gefällt mir so, so. Ich glaube, Chardonnay oder wie man das nennt. Oder? Sagt man doch Chardonnay? Nee, das heißt doch anders. Ach, keine Ahnung. Und dann so ein typischer Gaming-Stuhl. Warum der da ist, weiß ich nicht. Aber sieht auch ganz nett aus. Ja, hoppla. Ja. So, eins hatten wir noch nicht. Aber haut mich jetzt auch nicht von den Socken. Mir gefällt halt die Form von dem. Weinrot. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist. Das sieht auch gut aus. Mit den Kissen gefällt, das gefällt mir halt mit den Kissen. Aber hier ist jetzt. Und da gibt es halt das Sofa zu dem Sessel. Das ist ja. Ist jetzt nichts Besonderes. Also da ist der Greenscreen. Einer. Kann man hier nennen. Überrascht mich nicht. Und noch ganz großer, wo man halt die Bühne hinplatzieren kann. Und dann, wenn man. So ein Schiff gebaut hat, kann man halt diese Piraten-Hintergrund hinmachen, so und so weiter. Das sind halt so typische Bänke für die Straße, so wo sie Filme Werbung machen oder für Restaurants oder so, Pizza, irgendein Konzert, eine Cola, also Limo-Werbung, irgendein Chineser. Das kann man, wenn man Gaumenfreuden hat, kann man das gut verbinden. Wenn man die, da kann man ja Restaurants bauen und so. Kann man eigentlich gut verbinden. Oder einen Kaffee. Für irgendeinen Film. Also das sind jetzt diese Film. Und da halt für einen neuen Monitor, Gaming-Monitor, Musik, Kriegsfilm. Dann die Filmplakat. Das gefällt mir denn ganz gut. Oh, das gefällt mir. Das ist jetzt auch nichts Besonderes. Die Farben, ja. Sorry, dass ich so gelangweilt klinge, aber. Ja, bis jetzt haut mich der Baumodus. Der Kaufmodus nicht so sehr aus den Socken. Okay, das ist ja gut. Das habe ich jetzt davon vorher geplappert. Also, ich muss zugeben, das sieht schon geil aus. Also, das sieht schon. Also, das haben sie gut hinbekommen. Das ist schon nice. Da ist. Ganz schneller Tisch. Dann hier. Keine Ahnung, was das ist. Und hier. Vielleicht finde ich das hier. Ich passe an, jetzt ist der Teppich. Müsste ja hier sein. Da. Was ist das? Void Pop Nummer 15. Ah, CDs, also doch. Und was ist das für ein Helm? Da muss ja vorher schon da gewesen sein. Da ist der. Himmlischer Kristallhelm. Verwendung für Fahrt über einen Kristall, um eine Vorschau seiner Fähigkeiten anzuzeigen. Du kannst Kristalle am Computer erwerben und seltenere Kristalle in der Welt entdecken. Wähle ein Kristall und stecke ihn in den Schlitz des Helms. Okay. Bin ich mal gespannt, ob das nur
leerer Text ist. Und das sieht halt auch schön aus. Das sieht auch ganz nett aus, besonders mit den Zitronen. Das ist so... ja, kann man fast zu so... Wenn man Jahreszeiten hat, so für Deko, als Deko halt benutzen. Für das Sommerfest. Was das Sommerfest ist. Ja, der sieht auch ganz nett aus. Das ist halt auch mal was anderes, besonders mit diesen Mustern da. Da ist auch... Das... Ja, für was kann man das verwenden? Das habe ich doch vorher irgendwo gesehen. Wo hatten wir das denn? Ja, wo bist du denn? Da. Heimwerker-Set. Jeder braucht Werkzeug, um etwas reparieren oder aufrüsten zu können. Das behauptet zumindest die Werbung. Ja, ja. Das kann man, Entschuldigung, kann man auch ganz gut verwenden. Da ist eine neue Kommode. Ist ganz nett. Also hatten wir auch noch nicht. Also, das, also wenn man zum Beispiel, wie heißt die Serie, die wilden 70er oder so, das könnte dazu passen. Also das ist so 70er-Jahresteil, würde ich mal behaupten. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber würde ich schon behaupten, dass das 70er-Jahresteil ist. Das passt gut zu den zu da. Ist auch ganz nett. So, das ist für eine Werbung. Also das ist halt hauptsächlich so eher halt biochemische Medikament. Diese Medizin ist bloß eine Requisite aus einer Werbesendung. Da steht's ja schon. Wo habe ich eigentlich das dahin? Blitziblank. Ach, da ist es gleich. Das ist auch für die Werbung. Ja. Das gehört zusammen. Das ist eigentlich ganz cool. So ein Eckchenschrank. Schränkchen. Aber warum das zusammen sein musste, I don't know. Keine Ahnung, vielleicht finde ich es hier. Was steht denn da? Wer bist du denn? Ist egal. Auf jeden Fall ist das auch ganz mal was anderes. So ein Eckchenschrank. Und das passt halt zu dem Stil, denke ich. Das sieht schön aus. Ja. 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 So Japanese-Style, finde ich. Nee, das war, glaube ich, nicht das. Was war es denn jetzt? Mach, das was aber das. Das ist auch ein schöner kleiner Tisch. Das ist eher... Das könnte man auch für zu Hause benutzen. Also wenn man zum Beispiel an die Arbeit hat. Ja gut, jetzt haben sie ja das eingeführt. In Space Game die Kameras, aber dieses Spezielle ist ja nur bei an die Arbeit, um Fotos zu machen, professionelle Fotos. Sieht auch ganz cool aus. Kann man ja gut verwenden. Oder das da. Das ist halt auch Specialty from the Pack. Das ist halt auch Requisite. Ach, da sind noch Lampen. Die sieht auch nice aus. Also besonders die Muster und so. Passt halt auch gut. Oh, das passt zum Bett. Wo war das nochmal? Wo hatten wir das? Da. Gibt es das da nicht auch? Nee, schade. Doch noch nicht. Der Tisch. Das sieht auch ganz gut aus, ja. Hat halt... Gut, was kann man aus so einem Holztisch viel machen? Also das sind also die typischen Holzfarben. Und dann noch eine Lampe. Der sieht auch ganz schön aus. Also auch die Muster. Ups. Ja. Auch schön. Das gefällt mir besonders. Das ist halt so... Wie nennt man das? Ja, keine Ahnung. Also finde ich halt ganz cool. Da kann man zum Beispiel, nehme ich mal was aus dem Base Game noch, weil damit ich euch nicht irgendwas zeige, was ihr dann nicht habt. So,
Beispiel hier könnte da was hinstellen. Und da was. Was ist das denn eigentlich? Das werde Licht. Okay. Ja. Also das finde ich halt cool. Dass es sowas halt gibt. Ja gut. Dann machen wir Basisspiel raus. Das will ich ja nicht zeigen, vorstellen. Also das ist Base Game. Die beiden. Will ich nur mal zeigen. Also das ist halt. Soll ich das. Habe ich alle Farben gezeigt? Lange Räder, kurzer Sinn. Ja, ganz schön. Also, das gefällt mir. Die Farben, ja, das ist ja nichts Besonderes. Das ist halt Holz. Ja. Das ist, kann man gut, wenn man an die Arbeit hat. Wenn man einen eigenen Laden hat, kann man gut verwenden. Ich will jetzt nicht euch animieren, noch weitere Packs zu kaufen. Aber ich kann euch, falls ihr das Pack schon habt, an die Arbeit oder so, kann man das gut verwenden. Mir gefällt, dass da. Ach. Das sieht auch cool aus. Da kann man halt was drunter stellen. Oh Gott. Also die Farben sind manchmal schon ein bisschen eklig. Das ist übertrieben aus, besonders das da. Ach, gut. Der gefällt mir. Also das. Das ist, glaube ich, eher für die Küche, oder? Mal schauen, wo haben wir das denn da? Vitrine, wunderbare Winkel. Du fragst dich, wo du deine Esszimmer unter Seelen verstauen kannst? Hier ist die Antwort. Also Esszimmer, ja. Was könnte das denn sein? Ach, so, ach, das sind so Becher. Die sehen ja cool aus. Schön, dass die halt nur Deko sind. Und dass es halt durchsichtig ist. Ja. Ach, das ist ja wohl unversteckt. So. Ja. Auch die Farbe. Varianten. Sehr schön. Ich glaube, da kann man was hinstellen. Ich glaube, das könnte man machen. Wo haben wir denn was? Hey, give me the hand. Machen wir das aus. So. Ach, ist das cool. Man kann da was platzieren. Ja gut, das weiß ich. Kann man da nichts platzieren? Kann man da irgendwas Kleines? Oder muss ich wieder... Vom Space Game nehmen. Wo war der? Da. Alter, ist das cool. Das haben sie ja auch bei Dschungelabenteuer, glaube ich, auch irgendwo gemacht, dass da. Dass man da was platzieren kann. Nice. Das, also, das bleibt. Das sind wahrscheinlich so Tücher, Trockentücher oder so. Verschiedene Farben. Und das ist auch eine Vitrine. Ach, das ist ein Spiegel. Ach, das ist ja cool. Ah, das geht nicht kurz groß. Ja, sieht nice aus. Kann man da was platzieren? Ach, das ist auch cool. Ah, nur aber hier. Gut. Ah, ich wollte euch die Farben zeigen. Ja, das passt halt zu den anderen Sachen. Was war's bei dem? Aber das sieht auch ganz gut. Besonders mit den, dass es aus Glas ist und spiegelt. Nice. Das ist wahrscheinlich dann Bücherregal. Also das ist Chronik, das an... Ach, das ist für einen Schrank. Ich bin ein bisschen... Ja, ich bin ein armer Schlucker. Wo soll ich das wissen? Was die reichen Leute so haben. Das geistlos grün heißt das Grundstück. Und das ist dann wahrscheinlich Bücherregal, oder? Das vergoldete Regal der Königin. Da verändert sich halt nur das Äußere, also das Innere. Das zum Beispiel, das bleibt das gleich. Das ist das makelloser Sockel. Mehr als ein Verkaufsständer oder ein Regal, denn dieser Sockel trifft eine Aussage. Ich bin nur ein bescheidener Sockel, aber das, was auf mir liegt, erregt Aufmerksamkeit. Das muss man einfach hin. Da muss man einfach hinsehen. Das ist auch, wenn man an die Arbeit hat, kann man es verwenden. So, jetzt bin ich schon fast bei einer halben Stunde. Dann zeige ich euch den Rest einfach in the next video. Dann danke ich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet beim Teil 2 ein. Thank you very much. Adios, amigos.
Au revoir, arrivederci, moi, moi, moi.